Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war vor kurzem im Kino und habe mir Dr. Sleeps Erwachen angesehen. Und ich als jemand, der sowohl das Buch zu Shining gelesen, als auch den Film zu Shining gesehen, als auch das Buch zu Dr. Sleep gelesen hat, bin der Meinung, dass der Film zu Dr. Sleep alles, bis auf das Buch von Shining, übertroffen hat. Ja, ich muss sagen, das ist ein Satz, den ich bis jetzt einfach noch nie oder zumindest sehr, sehr selten gesagt habe, dass mir der Film, die Verfilmung von dem Buch besser gefallen hat. Aber bei Dr. Sleep war es tatsächlich der Fall. Ich muss mal kurz von vorne anfangen. Ich fand das Buch zu Shining, fand ich echt gut. War super. War klassischer Stephen King. Dann habe ich mir irgendwann den Film angesehen und da bin ich mit sehr großen Erwartungen rangegangen, weil mir einfach gesagt wurde, ja, das ist ein riesiger Klassiker und der ist unfassbar spannend und auch ziemlich gruselig. Und dann habe ich ihn angeschaut und ich fand ihn schlecht. Ich fand ihn schlecht. Er war nicht wirklich gruselig, fand ich. Ich fand ihn auch nicht sehr spannend. Er hat sich einfach sehr gezogen und er hat einfach nicht viele der tollen Elemente aus dem Buch rübergebracht, hat einfach die Situation grundsätzlich anders dargestellt als im Buch und das fand ich nicht so toll und deswegen fand ich den Film im Allgemeinen nicht so gut. Dann habe ich das Buch zu Dr. Sleep gelesen und das Buch fand ich super, war gut, war eine tolle neue Geschichte, hat nicht irgendwie gewirkt, so ja, ich will jetzt noch mal ein bisschen Geld machen, hat einfach super gewirkt. Ende, ja, gutes Ende. Deswegen habe ich mich auch nicht verpflichtet gefühlt, deine Rezension irgendwie zuzumachen, weil ich einfach nicht so geflasht von diesem Buch war. Es war nichts Neues da, was ich noch nicht in einem anderen Video mal über Stephen King gesagt habe. Und dann habe ich den Film zu Dr. Sleep gesehen. Und holy shit, der war einfach so gut. Er war sehr getreu dem Buch. Von der Handlung her, es war von der Handlung einfach sehr wie im Buch, was mir gut gefällt. Ich mag es, wenn Verfilmungen ähnlich wie im Buch sind. Das heißt aber auch, dass ich natürlich es nicht ganz so spannend fand die ganze Zeit, weil ich halt einfach schon fast immer wusste, was gleich passieren wird. Das heißt aber dann auch, dass ich einfach sehr viel mehr auf die Umsetzung des Buchs achten konnte. Wie haben sie das dargestellt? Und da war ich einfach sehr beeindruckt, weil ich fand die Bildsprache, die filmischen Stilmittel, die Kameraführung und die Schauspieler fand ich super gut gewählt und gemacht. Also ich fand einfach von der Umsetzung des Buchs fand ich den Film extrem gut und einige Elemente, Details oder so waren ja auch anders dargestellt, so dass es einfach ein sehr kurzweiliges, tolles Erlebnis einfach war. Und zum Beispiel Jumpscares, die konnte ich natürlich auch nicht vorhersehen oder so. Und es war trotzdem eben ein gutes Erleben, obwohl ich die Story schon kannte. Und das fand ich einfach sehr, sehr toll. Das hat mir gut gefallen. Und dann, Leute, das Ende. Jesus Christ. Das Ende. Das Ende ist so viel besser als im Buch. Und das ist wirklich ein Satz, den ich noch nie gesagt habe, weil, wie gerade vorhin schon gesagt, das Ende vom Buch war einfach, ja, war halt, ja, war gut. Die Bösen waren besiegt. Keiner von den Guten ist gestorben. Alles gut. Happy End. Aber es war nichts Besonderes. Und dann kam das Ende vom Film und ich habe mich so gefreut, dass sie endlich das Ende aus dem Buch Shining verfilmt haben, bloß in anderen Rollen. Bloß, dass statt Jack war es jetzt Danny, der besessen war, und statt Danny war jetzt Abra, die verfolgte. Das fand ich einfach eine super coole Idee, um dieses langweilige Ende aus dem Buch ein bisschen kreativer und tiefgründiger, tiefgehender zu gestalten. Ich fand es halt einfach sehr gut, dass Danny, also Dan, es geschafft hat, einerseits mit den Monstern Rose the Head zu besiegen, zu töten, aber andererseits halt nicht mit einkalkuliert hat oder es einkalkuliert hat, aber halt keine andere Wahl hatte, dass diese Monster dann auch ihn wieder natürlich angreifen und er konnte sich dann einfach nicht mehr wehren. Dann war er besessen und er ist derjenige, der dann Abra jagt. Man denkt dann in einer Sekunde kurz, okay, er hat es doch geschafft, wieder er selbst zu sein und dann sagt er nur, Abra, lauf weg von mir. Ich werde es nicht lange aufhalten können. Und das war so ein Gänsehautsatz. Und das war genau der Satz, der ja auch im Buch von Shining vorkam. Bloß, dass damals das Jack zu Danny gesagt hat, mit diesem Danny, lauf weg von mir. Aber vergiss dabei nicht, wie lieb ich dich habe. Und dann wird er wieder verrückt und jagt ihn weiter. Das fand ich im Film von Dr. Sleep eben super gut umgesetzt. Dann muss ich sagen, gar als die Szene dann kam, wo Abra anschließend
mit Dan wieder redet, dachte ich so kurz im Kino, oh nee, Leute, ist nicht euer Ernst. So, ja, nee, er ist doch nicht gestorben. Er war, was weiß ich, nur mit seinem Shining dort und sein wahrer Körper war gar nicht dort. Habe ich kurz gedacht und dann habe ich gedacht, okay, ja, wahrscheinlich ist das wieder nur so die Einbildung, beziehungsweise so der Geist in Anführungszeichen, die Erinnerung einfach, so wie am Anfang vom Film es auch bei Dick Halloran war, als er mit Danny geredet hat. Da war Dick ja auch eigentlich schon tot. Und das fand ich dann wiederum einfach sehr, sehr schön dargestellt. Es war dann dieser Satz, den Abra zu ihrer Mutter gesagt hat: Diejenigen, die wir wirklich lieben, die werden uns niemals wirklich verlassen. Und das war einfach sehr, sehr schön, ein sehr schönes Ende. Wie gesagt, der Film war insgesamt einfach sehr schön, sehr ähnlich wie ein Buch. Abschließend kann ich sagen, das Buch Dr. Sleep war sehr unterhaltsam und auch sehr spannend, mit einem sehr enttäuschenden Ende, das halt einfach nicht wirklich in Erinnerung bleiben würde, so also alleine, weil es einfach langweilig ist, einfallslos meiner Meinung nach. Und dann kam der Film Dr. Sleep, der meiner Meinung nach das Buch von Dr. Sleep sehr, sehr gut dargestellt hat. Sehr kreative und super tolle filmische Eigenschaften da hatte und Stilmittel und mit dessen Ende er auf jeden Fall das Ende von Dr. Sleep um Welten übertroffen hat. Voll genial, der Film. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's von mir, man sieht sich. Ciao.